Ich mach doch hier keine halben Sachen. Ernsthaft. Könntest du bitte. Danke. Ja, fick dich. Und dich. Auch noch. Er hat. Baba. Der hat wenigstens einen japanischen Namen. Hashimoto. Hachi. Gesundheit. Oh Mann. Habe ich eigentlich erzählt? Nur, da wir hier gerade dabei sind. Scheiße, verdammt. Lass mich bitte in Ruhe. Hier, das ist ein kleines Zeichen meiner Reue. 3000 Yen. Yeah, fuck yes. Gesichtsmöse. Ich arbeite gerade daran, dass ich ein wunderbar Japanisch lerne. Weil Japanisch, wie ihr wisst wahrscheinlich, eine sehr schöne Sprache ist. Und viele Spiele, darunter auch Spiele aus der Yakuza-Reihe, zum Beispiel Yakuza 5, sind nur Japano-exklusiv. Sieh an. Läufst hier rum. Ey, ich hab dich doch schon letzte Runde ins Gesicht gegeben. Ach, dann gibt's jetzt nochmal Rückrunde oder was? Gesichtselfmeter. Du Drecklappen. Ich schlapp dir das Gesicht aus dem Gesicht. Du stehst nicht wieder auf. Das sind doch alles nur so Weichlappen, die ich hier bekämpfen muss. Wo sind hier die richtigen Gegner? Boom! Ich sag's dir. Dieser Fußkick ist einfach der beste. Jetzt habe ich auch die Combo, die dazu passt. Wenn er nämlich auf dem Boden liegt, tritt ich ihm fett in sein Gesicht. Und der stirbt. Oder so. Es tut mir wirklich leid. Hier, das kannst du nehmen und mich gehen. 4000 Yen. Ja, ich mach Geld. So. Siehst du? Geh nicht anschaffen, sondern hau Menschen kaputt. That's the way the world works. So, wir müssen hier rein. Shellaka. Ins Shellaka. Ey, yo. Willkommen. Ist Shotaro hier? Bist du ein Bekannter? Das geht dich nichts an. Nun, es geht mich nichts an. Denke, dann wirst du es wohl auch nicht erfahren. Bist du behindert? Ich nehme den da. Als der Bone Marrow 40 Jahre? Das war wohl eine ziemlich leichte Frage. Das ist ziemlich erstklassiger Stoff. In der ganzen Stadt gibt es vielleicht nur eine Flasche davon. Den habe ich noch nie zuvor gehabt. Du gefällst mir. Ich werde dir etwas über Shotaro erzählen. Shotaro arbeitet hier nicht mehr. Er hat vor 3 Monaten aufgehört und arbeitet jetzt im Stardust Host Bar. Er meint, dass er die Nummer 1 in dieser Stadt werden möchte. Er nennt sich dort Shota. Okay, Stardust kenne ich, glaube ich. Im Stardust waren wir schon mal. Ich glaube, der Besitzer und auch der Co-Besitzer haben was übrig für mich. Deswegen werden wir einfach mal ordentlich den Stardust, dem Shota ins Gesicht geben, dem mich ja spaßt. Ey, und schon wieder? Oh, boah, Simon, boah, fick dich. Ich brech dir die Nase. Ich brech dir deine auch gleich. Reg mich nicht auf.
Boast. Wieder rumhüpft schon der andere. Mal Kinnleiste eintreten. So, halt, stopp. Solange der unten am Boden liegt, trete ich in seine Kinnleiste weg. So, jetzt trete ich Kaga mal wieder weg. Ah! Oh. Sweet Jesus! Lass mich endlich! Meine Fresse, dann trete ich hier nicht das Gesicht ein. Aber ist mir jetzt auch egal. Ich wollte jetzt einfach nur dich wissen lassen, dass ich dich hasse. Spast. Friss Scheiße, Gaga. Also tut mir wirklich leid, hier fick dich 4000 Yen. Ja. Danke. Schwuchtel. Deine Haare sehen scheiße aus. In solchen Spasten laufe ich doch nicht nachts auf der Straße rum. Muss ich hier jeden aufräumen? Ich will ein Stundenhotel besuchen. Also kann man das, so kann man wenigstens auch ordentlich. Ey, Alter, ich. Was? Arschloch, du weißt nicht mehr, warum du gestoppt wurdest, oder? Ich schätze, ich muss es dir verklickern. Mir gefällt deine Visage nicht. Ernsthaft? Was ist das denn für eine lame Ausrede? Also es gibt echt Leute, denen das reicht denen zum Grund zum Schlagen. Aber so oft wie ich mich da schlagen muss, da müssen sie ja 1000 Leichen rauskarren. Oder meinst du ernsthaft, Yoda überlebt es, wenn ich ihm ins Gesicht trete? Jetzt oder so nicht mehr. Ich hatte mal einen Arena-Mate, als ich in der Season 7 von WoW Arena gespielt habe. Der hieß Baba. Der war cool. Irgendwie. Fiel mir gerade nur so ein, weil ich immer Baba lese darum. Jo. Ich sagte, halt die Fresse, Stick. Was wolltest du denn da machen? Deine Nüsse sind Brei. Schwuchtel. Echt, ey. Nee, Baba war cool. Falls irgendwann mal das jemand mal sehen sollte. Ich gehe nicht davon aus. Aber Baba, du warst cool. Das. Du bist so stark. Entschuldigung. Hier, 3000 Yen. Tschüss. An sich sind die Leute, mit denen ich zusammen unterwegs zocke, die meiste Zeit cool. Irgendwie lerne ich nur coole Leute kennen. Da kann ich mich an einige erinnern, wie zum Beispiel Happens aus Guild Wars 2 Zeiten. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Oder auch an sich. Bestes Beispiel zum Beispiel. Bin ja. Ich bin ja mega Fan von Dark Souls. Und ich streame ja auch regelmäßig, jeden Freitag, 18 Uhr, auf meinem Stream. Findet ihr, wenn ihr in meinen Channel geht, oben, nur kleine Werbung an der Sache. Da habe ich einen Typen kennengelernt über Dark Souls namens Vinorik. Vinorik ist echt ein cooler Typ, mit dem kann man echt Pferde spielen. Internetpferde, aber Pferde. Was willst du denn? Und mit dem werde ich auch wahrscheinlich zusammen Dark Souls 2 zocken und so. Und noch so ein paar coole Sachen machen. Wahrscheinlich werden wir auch
weil viele von meinen Abonnenten oder beziehungsweise ein paar von meinen Abonnenten, die ich bei Facebook habe, hier auch kleine Werbung an Facebook, findet ihr oben bei Dings. Solltet ihr mal reingucken. Findet ihr auch bei meinem Channel. Ansonsten könnt ihr mich auch bei Google Plus haben. Auf alle Fälle sind da ein paar, die mögen Monster Hunter sehr gut, sehr gerne. Und auch Monster Hunter ist, wie gesagt, eins meiner Lieblingsspiele. Hin und wieder. Und ich kam halt dazu, dass ich halt angefangen habe, japanisches Monster Hunter für die PS3 zu zocken. Und ja, Vinorik wird es sich jetzt demnächst auch holen und dann auch anfangen, mit mir zusammen zu jagen. Und das ist echt cool für jemanden, den ich pauschal einen Monat kenne oder so. Das ist ein cooler Typ, nur so mal am Rande. Ich würde es euch mal empfehlen. Ach, ihr könnt ihn ja nicht kennenlernen. Aber ihr solltet mal im Chat vorbei, also im Channel, im Stream-Chat vorbeischneiden. Da könnt ihr ihn kennenlernen. Er ist ein cooler Typ. So, jetzt sind wir auch endlich beim Stardust angekommen. So, was willst du denn? Higgs, hast du irgendwas an Sake dabei? Falls du was hast, gib's mir sofort. Soll ich ihm etwas Sake geben? Warum sollte ich dir Sake geben? Was, du willst mir keinen Sake geben? Dann hau ab, husch husch. Was ist das denn für ein Spaß? Ganz ehrlich, ich geb dir doch keinen Sake, Alter. Sehe ich hier aus wie Dings? Ah, Yuya. Oh, Kazuma-san, wie geht's dir? Ich möchte zu Shota. Ja, Shota ist... Ja, was ist mit Shota denn? Hä? Jetzt bin ich mal neugierig. Diese dämliche Schlampe. They're over there. Hey, wait, Mister! Detective. Shia! What? Dad! Excuse me, sir. I'm sorry, but move! Shota! Oh. Are you okay? Shia, what are you doing in a place like this? What am I doing here? What? You're trying to act like a father now? You stood me up today, remember? But I... You always do that. And even when we do meet, you stare off into space and act like you're bored. And then you just up and decide to try and be all fatherly? Shia. I'm leaving. Shia. Jetzt muss ich wieder dem hinterher. Yo. Hey, what do you want? Shia. Oh mein Gott, jetzt gibt's Fratzengeballer for the sake of Shia. Da fällt mir aus dem einen, es gibt ja auch Shia no Uta. Get your hands off me. Lass mal das mal kurz. Hey, what do you think you're doing? Get the fuck out of here! Get your hands off her. Huh? This hoe right here owes our company some cash. So mind your own business and fuck off. Oh, money? That's right. She's been spending a lot of time in the host bar, and now she's deep in debt. Since there ain't no way she can pay us back, we're gonna give her a chance to make some money. We're gonna make her a movie star. If you're interested, pick up a copy. Ugh! Motherfucker! Dad! Yeah, man! Kazuma Dragon Why? Kick! Why are you here? Hey, bitch! I hope you're ready to get your ass kicked! Date. We'll talk later. Team up!